Yo, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Let's Play. Yo, wir haben lange nicht mehr gezockt und ich glaube, es ist jetzt auch schon ein Jahr her, dass wir mal wieder gezockt haben. Hier ist auch ein Hacker unterwegs, also. Was ist das? Amini, hey, oh. Ja, auf jeden Fall. Okay, das wird doch vielleicht ein bisschen ein Trash-Talk, weil. Was kann man denn darüber sagen? Ich kann nur sagen, dass auf jeden Fall hier zu viele Hacker drin sind im Crossfire. Channelwechsel! Okay, ich hoffe, das backt jetzt nicht ein bisschen rum, aber wenn, dann ist es auch nicht allzu tragisch. Geht ja doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Server ist voll, please, Tivos. Nein, die haben einfach nur was gegen Ausländer. Ja. Toller Anfang für ein Let's Play. Welcome to the tower. New weapons, new map and new features in all life in the January update. Gut, also, ja, warum ich so lange nicht mehr zocken konnte, ist, ich hatte kein Internet. Aber, was auch immer. Dadurch, dass ich kein Internet hatte, war das eben halt doof, dass ich nicht spielen konnte. Ja, okay, und dass ich jetzt spiele, ist eigentlich auch unerwartet, also eigentlich habe ich auch kaum noch Zeit wegen Schule und persönlichen Stress. Und was soll man machen? Gut. Ich hoffe, das lädt jetzt. Außerdem sieht so aus, als ob ich geschminkt sei. So habe ich das zumindest vorhin gesehen, als ich so eine Probeaufnahme gemacht habe. Und ich hoffe, der nimmt auch gerade auf, weil sonst würde ich jetzt für Scheiße das labern. Hey. Ja, es geht weiter. So, wir spielen jetzt einfach mal Subbase und ich muss mal springen einstellen. Oh, ich habe meine Bags verloren. Ja, wenn ich jahrelang nicht spiele, dann wundert mich das nicht, dass ich auch meine Bags verliere. Also so ist nicht. Überraschung! Tut mir leid, ich kann einfach nicht mehr spielen. Gut, ich kann nichts machen. Ja, das einzig Traurige ist, dass ich mehr als einen halben Monat aushalten musste ohne Internet. Und das war richtig schwer, weil ich war die ganze Zeit auf Hotspot angewiesen von sonst wie wen und ey, hast du mal Hotspot? Ey, hast du mal Hotspot? Oh, nicht schlecht. Geh da einfach mal voll auf die Kante. Und the views. Bravo! Okay, nein, da gehe ich nicht nochmal lang. Aber irgendwie ist die Maus auch ein bisschen langsam. Also im Battlefield, da muss ich wirklich nur 1 cm bewegen und dann dreht er sich schon 50.000 Mal im Kreis. Ich hab Angst. Volle Kante! Wie spielt sich das ein bisschen komisch? Was soll ich da machen, meine Güte? Steck den Finger in den Po! Was soll ich machen? Steck den Finger in den Po! Fire in the hole. Was zur Hölle? What the hell? What? Überraschungsangriff! Ja, warum ich jetzt gerade so abgehe. Ich weiß nicht, 2-1, ne? Schafft man ja. Oh, die PSG, hab ich lange nicht mehr gesehen. White Hawks. Ping 114. Und, ja, was kann ich sagen? Hier ist jetzt eigentlich nur Gameplay, ne? Wie ich zocke. Naja, Let's Play. Wenn ich dazu labere, dann ist es ein Let's Play. Gameplay ist es ohne Labe. So, vielleicht kann ich von hinten schnappen und dann fick ich die eigentlich nur von hinten. Dann kurz Prozess ohne Smoke. What? What the hell? Oh, what the hell? Oh, what the hell? That was like? Hä? Warum? Psst, psst. 23, 22, 21. Oh Gott!
Was bedeutet denn Schacht? In the little tunnel. Ja. Qualität. Also ich kann eigentlich lagfrei spielen. Ich spiele das auch auf... Was für eine Größe? Control? Video? Video. Oh, der zeigt das nicht an. Aber auf jeden Fall spiele ich auf dem 22 Zoll. Nee, 24 Zoll Monitor. Und das reicht wirklich gut aus, weil davor habe ich auch nur auf 24 Zoll gezockt. 22. Oh, oh shit. Shit. Ah! Love. You pro waller. Okay, vielleicht bin ich nicht gerade wirklich der beste Spieler jetzt. Wirklich, aber ich habe das wirklich seit langem nicht mehr gespielt und ich bin froh, dass ich überhaupt hier noch ein bisschen zocken. Oh, der hat sich doch gedreht. You Pro. Achso, der Afrika Saisa, lol. F11. Oh. C'est Frikadelle. B-Side. B-Side. Oh, Frikadelle. Oh, Nacho. Achso, Gott. Los. Das war für Chinesisch für reib doch meine Glatze. Was? Ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Ich meine, nur dass ich ein bisschen behindert bin, also mit den Fratzen und nicht wirklich gut zielen kann. Dafür gebe ich mir ein Lob. Nein, dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh. LOL. Ja. Will ja schon sagen, ich bin geskillt. Das war kein Luckshot, das war pure Spray Luck. Ja. Ich bin gehört. Think me stupid. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, warum ich mich so erschrecke, meine Güte. Aber 10-3, okay, ich find's. Geht doch. Ich meine, dafür, dass ich seit langem wieder spiele, ist es eigentlich ganz gut. Sehr gut. Давай, Дима. Sehr gut. Sehr gut machst du das, Tevos. Tevos, давай. So sprechen Russen, oder nicht? Mit so einem Dialekt oder Akzent. 23, 22. That face, though. Oh, shit, der hat mich an den Eiern. Ey, du hast mich voll an den Eiern. Oh, shit. Korbkossel. Sweet. Ja. Gut. Gut, gut. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, und was wirklich witzig ist, nee, ich hab nichts drauf. Also Witze habe ich überhaupt nicht drauf. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Irgendwas Witziges, aber
Das habe ich so, wenn es auf Kommando ist, habe ich keine Ahnung. Habe ich wirklich keine Ahnung an Witzen, aber ich kann wirklich guten Kommentar zu irgendeinem Schwachsinn abgeben, aber mehr auch nicht. Das Ding ist, zur Zeit habe ich auch, also die letzten paar Monate, falls ich gezockt habe, war das entweder Far Cry 3 oder Battlefield 3. Zwar fand ich das schade, dass... Oh, da steht auch jemand. Ist er dumm oder was? Da steht auch jemand. Du Arschloch. Was ich sagen wollte, ist... Ich habe nur Battlefield 3 gespielt oder Far Cry 3. Also andere Spiele habe ich gar nicht gespielt. Sowas wie... Naja, ich habe ja in Steam ganz viele Spiele. Und ich glaube jetzt 70 oder sowas. Aber das spielt gar keine Rolle. Das ist für mich ganz viel, ja. Weil ich habe die alle gekauft und manche laden die ja oder kommen die ja geschenkt, ich nicht und wie auch immer. Gut, spielen wir mal weiter. Wenn das mal jetzt nicht abkackt, bitte. So, ich muss leider schneiden, weil sonst kackt das Spiel ab. Also, gut. Ja, die Spiele, die ich eigentlich nur davor gespielt habe, also jetzt, das ist jetzt... Wirklich, ich habe die ganze Zeit, wenn dann nur in Pausen gespielt. Also, ich habe sicherlich vor einem Jahr zuletzt ein Let's Play gemacht. Also, das kommt ja auch nicht häufig vor, aber wie auch immer. Das Ding ist... Oh, kommt da nicht gleich wer? Da kommt gleich wer? Was soll ich den überraschen? Oh, der denkt sicherlich, ist er richtig gut. Aber dabei ist er nicht gut. Denn er kommt von da. Und gleich, wenn er kommt und hier, die sich kreuzen, mache ich dann gleich Überraschungsangriff. So was wie... Ach, Himmelei! Haben wir hier? So, ne? Ja, ja. You bitch! Komm her. Oh nein, sie gewinnt, sie gewinnt. Jesus Christ. Und er will schnorren, ne? Er will schnorren. Nein, kriegst du nicht. Badass. Ich meine, die einzige Waffe, die ich gerne gehabt hätte wollen, ist die Kukri Halloween, aber leider habe ich die nicht bekommen. Oder eben halt die Desert X-Miss oder die... Ah, Bitch. Bitch, no? Ich hab die 23. Oh, die XM8. Die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Es bockt richtig, mit der zu zocken. Oh shit. Süßes. Oh. Zykloios geht richtig ab, Alter. Iron, nice wall. 23. Bitch! Denkt hier, kann sich einfach hier so. Twerken. Okay, 360 nade. Ich spray nur? Hä? Ich spray nur? Nein. 7 HP, mein Herz. Gott. CL Lopus, der ist am Hacken. Oh, so eine schöne M4. Das ist die schönste M4, die ich je gesehen habe. Und die geilste. Ich meine, die M4X Halloween ist einer meiner Lieblingswaffen. Und die Chris Xmas und das Kukri Halloween. Ich wäre so glücklich, hätte ich die M4 Halloween. Sieht einfach nur schnieke aus. Schnieke! Ich meine, okay, zudem ist sie ja auch nicht allzu selten. Also, ich würde sagen, jeder Siebte hat die. Nee, keine Ahnung. Aber diese Halloween-Events und diese Weihnachts-Events sind ja einer der größten. Also, denke ich auch immer, das sind eine der spektakulärsten. Ah! Spray down! Why you? Ja, die spektakulärsten Events, also
Halloween und Weihnachten sind nur die spekulärsten. Also spektakulärsten Events. Und sonst gibt es ja nur noch diese Frühlingspatche da, wo letztes Jahr, glaube ich, war das die Royal rauskam, die Royal Weapons. War das nicht so? Oder wie auch immer. Ne, dieses Mal kam die M4 Pink und die AWM Pink. Die kam raus. Aber mehr weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es immer zu Frühling auf jeden Fall welche. In den Winterferien gibt es immer welche. Sommerferien, Herbst. Also eigentlich gibt es alle 3 Jahre wieder eine neue Waffe, nicht? Alle 3 Vierteljahre, meinte ich. Nein, 1 Vierteljahre. Nein, doch 1 Vierteljahre. Oh, shit. Hä, warum kann ich nicht auf F drücken? Achso, ich hab Rollen gedrückt. Rollen. Schaut euch das mal an. Wieso habt ihr das? Ich glaube, ich würde echt so gut wie alles geben, damit ich die haben könnte. Also ich würde sie auch tauschen, würde Tauschsystem endlich mal hier in NA reinkommen. Auch wenn die sagen, nein, es soll nicht rein. Tibus, wir bringen das niemals rein hier. Und ich dann so, doch, ihr müsst das reinbringen, Mann. China macht das auch. Wieso wir nicht? Oder wer macht das noch? Schaut euch die an, Alter. Direkt in die Fresse. Ich hab's gesehen. Ich hab richtig gesehen, wie die Bullet in die Fresse reinschoss. Ich würde sie ja gern... Na, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich eine Software genau die gleiche hole und dann eben halt diesen Frontgriff und all das anmale. Aber ich glaube, das wird ein bisschen heikel, wie das dann aussieht. Weil ich glaube nicht, dass ich diese Farbtöne von lila zu blau auch wirklich so hinbekomme. Und denn das musste. Also ich glaube, das müsste ich dann ausdrucken. Aber sowas Feinmechanisches, das steht mir. Also wenn sowas detailliert ist, das steht mir. Das kann ich wirklich gut. Ich habe auch schon, aber das war vor 2 Jahren jetzt, ich habe mal ein Praktikum beim Tischler gemacht. Doch, dieser Tischler, ich habe mir so gedacht, ja, die bauen sicherlich was aus Holz. Ich finde das ja so geil. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben einfach nur Schränke zusammengebaut. Fand ich natürlich nicht so geil. Aber wie auch immer. Da die ja diese Schränke aufgebaut haben und ich hatte dann sozusagen Freizeit, so, naja, Halbfreizeit, habe ich mich so entschieden, ja, nehme ich doch mal die Holzstücke, die die nicht brauchen. Die hatten dann immer so eine fetten Karren, da waren dann Holzstücke drin und die brauchten die nicht. Und dann habe ich mal daraus einen Griff gemacht, da habe ich so gedacht, ja, mache ich doch die Chris oder die Keres, wie auch immer man die nennt. Ich nenne sie Chris und, oder Chris? Oder Keres? Was weiß ich? Und auf jeden Fall, denn das Ding war, oh shit, der hat mich gesehen. Oh Mist, der hat mir voll in die Fresse gehauen. Und das Ding war, dann habe ich das eben halt mit der Pfeile und so alles rund geschliffen. Und das ist jetzt da hinten in der Ecke, aber ich habe keine Lust, das zu holen. Ich möchte auch nicht angeben. Und dann so, oh, hast du geil gemacht. Nein, ich will keine Lobe einziehen, denn ich bin keine Fame-Bitch. Doch, bin ich nicht. Oh. Ja, und was soll ich sagen? Wirklich, dazu kann ich nichts sagen, aber irgendwie... Ja, sowas steht mir einfach. Und das Tolle ist, ich kann auch sowas wie Handys reparieren. Sowas, wenn ein iPhone runtergefallen ist von Freunden, jetzt habe ich das schon sonst wie viele Mal gemacht. 3 Mal. Aber einmal habe ich das verkackt. Am Anfang habe ich das richtig verkackt. Und da habe ich eben halt ein Flexkabel da beschädigt. Und dann habe ich so gedacht, hä? Warum geht das jetzt nicht? Oh, shit. Ja, komm, der ist doch am Hacken. Sieht man. Hier, eindeutig. Klar, weiß auf schwarz. Und ja, ich vergesse immer, worüber ich was erzählt habe. Ich glaube, das ist so leicht. Ich denke immer an viel zu viele Dinge und dann vergesse ich immer Dinge, dann füge ich welche hinzu und dann vergesse ich wieder das, worüber ich gesprochen habe, komme auf ein neues Thema und blabliblablu. Aber was soll's. Ich meine, man versteht mich. Meine Freunde verstehen mich, zwar sind die meistens verwirrt, aber ich bin selber manchmal von mir verwirrt, was ich da von mir gebe, aber wie auch immer. Oh, die M4 Custom sieht geil aus. Also wenn man auf der Dauer, also mit der Zeit, nicht mit der M4 Custom zockt, sondern mit der normalen oder sonst wie was zockt, sieht die richtig geil aus. Aber wenn man selber damit zockt, sieht die einfach nur scheiße aus. Also nicht scheiße, sondern... Dann gefällt die einem eben halt nicht mehr so gut wie damals. Also ich finde,
Ja. Zurück zu M4X. Und zwar, was ich dazu sagen kann, ist, ja, ich denke mal, das könnte ich machen, aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt denn meiner Software antun möchte, weil, ich meine, man kauft sich ja, wenn man sich Softwares kauft, und ich finde Software ist hart geil. Das ist einer der geilsten Dinge, die man sich einfach nur kaufen kann. Das macht so Spaß, damit rumzuballern. Habt ihr schon mal mit Freunden irgendwie mit Pistolen, die man ja vom Flohmarkt oder eben halt von diesem Kirmes-Teil bekommt, also eben halt bei diesen Kirmesfesten, da wo man eben halt Howdy Lukas lose schießen muss und so, und dann kann man sich da aussuchen als Geschenk oder sowas. Pistolen, Software ist einfach nur. Das ist die einfachste Weise, wie man Softwares bekommt. Dann kann man noch irgendwie, das habe ich letztens sogar gesehen auf dem Flohmarkt, Laser bekommen, also Laser für Waffen, so für Softwares könnt ihr dann an der Rail ranmachen, also an diesen Schienen, da wo man das modifiziert. Und das Ding ist wirklich, die verkaufen das einfach mal, obwohl das illegal ist. Oh, kommt gleich sicherlich fehlt. Nein. Die verkaufen das, obwohl das illegal ist, einfach mal an sonstige Teenager oder sonst wie was. Das schockiert mich wirklich. Oh, shit. FF. Hab's gedrückt. Ich hab's gedrückt, ich sag's euch. Ja, und dieses Laser, was ich gekauft habe, das war dann eben halt, das konnte man anschalten mit so einem komischen Schalter. Ich hab's dann irgendwie kaputt gemacht, als ich dann einen Fernschalter bauen wollte. Und dann habe ich leider das ein bisschen übertrieben und so, und dann ist es kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Also ich wollte auf jeden Fall die Laserdiode auswechseln mit einem grünen Laserpointer. Hat mich dann dabei geschnitten. Jetzt habe ich da für immer eine Narbe. Total idiotisch. Und das tut auch weh, wenn ich mache. Also eben halt meine Finger spreize. Aber es ist besser, die Finger zu spreizen, anstatt die Beine. Aber das gehört sich auch nicht, als ein Kerl die Beine spreizen. Oder was sagt ihr dazu? Denkt man nicht, ne? In Siege and Destroy von der Nate getötet zu werden, ist wirklich peinlich, also. Meine Güte. Ja, und auf jeden Fall diesen Laser, den man dann, den habe ich dann verhauen. Und die Laserdiode, da wo ich mich geschnitten habe, habe ich dann auch gelassen. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt vorangehen sollte. Also auf jeden Fall, ich bin ja derzeit, also ich wirke im Theater mit. Und da werde ich ja auch ausgezahlt. Und sobald ich dann ausgezahlt wurde, habe ich dann Geld eben halt für die Software. Und dann wollte ich mir eine kaufen, weil ein Kumpel hat schon eine Software. Dann wollten wir zocken später. Aber ich hatte da noch kein Geld. Und ich spreche jetzt über die Vergangenheit, also letztes Jahr. In den Sommerferien, da hatte ich dann eben halt kein Geld, um mir eine Software zu kaufen. Und dann habe ich mir lauter andere Dinge gekauft. Und die Grafikkarte eben halt, damit ich flüssiger spielen kann. Die GTX 660 Ti Overclocked oder wie auch immer. Von Gigabyte. Die hat einen Wert von 200 Euro, aber ich glaube jetzt auch nur noch 170. Also ist recht günstig geworden. Ja, und eben halt das Ding ist, da ich ja vom Theater dann Geld bekomme, da ich da ja mitwirke und dieses Jahr auch wieder, bekomme ich dann ungefähr im März oder April dann die Auszahlung. Und dann kann ich mir von dem Geld eine Software holen und die sollte eben halt, also ich wollte mir eine holen für sonst wie viel. Aber das ist also noch unter 199. Und da sie ja, ich spreche nicht gerne über Geld, also das ist so. Ich meine, okay, ja, ich bekomme durch YouTube ein bisschen Geld, aber das ist auch nicht wirklich viel. Vielleicht 2 Euro im Monat, aber ich kann es erst ab 70 Euro auszahlen. Ja, weil ich nicht so aktiv bin und, naja.
auch wenn ich jetzt nicht so aktiv mit YouTube bin, dennoch macht mir das Spaß und ich mache das eigentlich auch nur, weil ich mache es nicht wegen dem Geld, auf keinen Fall. Wozu soll ich das fürs Geld machen? Ich meine, ich habe es ohne Geld begonnen und es ist ganz schön, dass man eine kleine Auszahlung bekommt. Ich meine, das ist wirklich, aua, schön, dass man einen kleinen Verdienst bekommt dafür, dass man ein, zwei Videos macht und ja, das ist wirklich schön anzusehen. Also besonders freut mich das damals, als ich das so aktiver gemacht habe. Ich habe mal 10 Euro am Stück bekommen. Also das fand ich richtig gut. Aber diese Zeiten sind schon längst vorbei. Das ist jetzt 2 Jahre her, dass ich die mal bekommen habe. Und dann habe ich auch ein ganzes Jahr gespart, um 70 Euro endlich zu bekommen. Und habe ich 72 Euro ausgezahlt bekommen von YouTube. Aber ich meine, okay, ihr kennt ja alle sicherlich PewDiePie. Und ich finde den so hammerwitzig. Und PewDiePie ist einfach nur hart witzig. Aber ich glaube, ein bisschen arrogant ist er schon geworden, da er jetzt der meist abonnierte YouTuber auf der ganzen YouTube-Netzwerk-Plakett blablabla ist. Und ja, ich denke mal, das macht auch einen ein bisschen arrogant und eingebildet, dass man jetzt so viele Abos hat. Aber ich war auch dabei, als er noch kurz vor 2 Millionen Abonnenten hatte, da, das weiß ich noch, und jetzt hat er schon das Zehnfache. Ich meine, 20 Millionen Abonnenten, stellt euch das mal vor, so viele Kindergartenkinder hättet ihr. Also ihr seid ein Boss von einer Kita oder sowas und habt ihr so viele kleine Rotzpengel, die dann euch die ganze Zeit rumschreien. Und ihr so, oh, und ihr, nein, und die dann so, und ihr so, oh. Und dann ist es eben halt so, dass man, oh, shit. Ich hab das richtig gesehen, wie er seine Fresse. Ah! Ja. Auf jeden Fall. Ich denk mal, 20 Millionen. Ich glaube, der ist sogar schon Millionär, oder nicht? Ich meine, der bekommt so viel Geld. Ich habe gerade mal vielleicht, als ich 400 Abonnenten habe, habe ich 700 Euro bekommen. Aber das geht ja nicht von den Abonnenten aus. Das geht von AdSense. Also AdSense. Und blabla, bla, Werbung. Also jemals, jeder, der auf die Werbung klickt, der. Okay, ich kick den erstmal. Jeder, der auf die Werbung klickt, unterstützt euch. Also würdet ihr jetzt monetarisieren das Video. Das könnt ihr auch mal einfach googeln, wie man mit YouTube Geld machen kann. Ich habe das auch schon mal gesehen, dass es eigentlich ganz gut ist. Ein Channel hieß AdSense 5. Und Ad bedeutet ja aufs Englische, also Advert bedeutet ja im Englischen Werbung und Werbung steht eben halt für Werbung. Und Adverb 5. Und ich denke mal, der hatte mehrere Accounts und hat dadurch richtig viel Cash bekommen, weil er hat Videos monetarisiert, eben halt damit Werbung freigeschaltet, dass die Werbung ausstrahlen. Dieses Werbung, was ihr eben halt, wenn ihr jetzt ein Video schaut und dann steht da Skip Ad oder eben halt Werbung überspringen oder einfach nur überspringen in 5 Sekunden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf die Werbung klicken würdet, also nicht auf überspringen oder sowas, dann würde der, von dem ihr das Video anschaut, würde dann eben halt Geld bekommen. Also eben halt von die Werbung machen, zum Beispiel, ja, eine Kürbisfirma macht eben halt Kürbiswerbung, streicheln Sie unsere Kürbisse. Und dann klickt ihr da aus Versehen rauf oder doch mit Absicht, um ihn ein bisschen zu unterstützen, euren Lieblings-YouTuber. Ich. Und nein, das darf man nicht, also ja, auf jeden Fall. Man darf keine Leute dazu zwingen. Die finden das auch irgendwie raus, aber wie auch immer. Aber je nachdem, wie die Nachfrage ist nach den Videos, so ist es eben halt auch mit den Klicks und Werbung. Also wenn ihr Werbung auf euren Videos freischaltet, dann könnt ihr damit je nach Klicks auf die Werbung Geld bekommen. Aber ihr bekommt auch so durch Nicht-Klicks, also wenn die sogar auf der Website irgendwas bestellen oder sowas, also da irgendwie nicht nur aus Versehen drauf wollen, sondern eben halt aus Interesse, aus Eigeninteresse darauf klicken und dann irgendwas bestellen, zum Beispiel ein Kürbis mit Putzset, also eben halt so ein Streichelset mit Noppen oder sowas und dann geht das richtig klar. Shit, Mann! Was ist denn los mit meinem Aim? Und your mom have a fucking sexy ass. Und das Ding ist, sobald ihr das monetarisiert haben und die darauf geklickt habt, dann bekommt ihr sogar noch mehr Geld. Also ihr bekommt mehr Geld, wenn die was von der Website bestellen. Und ihr bekommt auch Geld dadurch alleine, dass wenn die auf, also wenn eure Zuschauer auf die Werbung klicken.
Ja, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen. Also, zudem ist es auch ganz gut, wenn man ganz viele Abonnenten hat. Aber ich meine, ich versuche meine Abonnenten einfach so dazu zu gewinnen. Also nicht durch irgendwie welches, ja, sagt es euren Freunden, dass sie mich unbedingt abonnieren müssen. Also eben halt durch irgendwie sowas Erpressungsteil, dass ihr denn irgendwie im Vorteil steht oder sonst wie was. Aber das Ding ist, ich hau da einfach mal eine Granate raus. Na gut, das mache ich doch schon ein bisschen, weil das ist ja auch ein bisschen wichtig für seinen YouTube-Account was zu machen. Und ich bedanke mich wirklich für 600 Abonnenten. Mittlerweile 620 oder sowas. Ich weiß nicht. Die Zahl ist nicht in meinem Kopf. Und ich bin wirklich schlecht gerade diese Runde. Aber naja, das war auch einfach nur zum Labern. Na gut, ich kann nicht wirklich viel machen. Also, oh, schlag ihn! Ah, so eine Bitch. Ja, auf jeden Fall ist es ganz witzig eigentlich, aber dass man jetzt von YouTube Geld bekommt, das fand ich auch wirklich witzig. Also, begonnen hat das so 70 Fab Points? For the section reward, you have obtained 70 Fab Points. You can check the rewards in the point mail. Okay. Fapping Mail. 1490 Fapping Points. Ja, eigentlich könnte ich mir... Nee, das würde nicht lohnen. Auf keinen Fall. Ja, das Ding ist... Und anfangs habe ich dann eben halt ein Google AdSense-Konto gemacht. Und wie war das denn? Ich habe einen Brief bekommen. Und den habe ich sogar noch von Google. Und der kam extra aus Amerika. Das hat ungefähr 2 Wochen gedauert, bis er bei mir war. Und da steht so ein Code drin. Und dann musste ich noch eben halt mein Konto, also die haben dann eine kleine Summe gespendet. So ist das auch mit PayPal, da bekommt man ein bisschen Geld von PayPal, dass man eben halt sein Konto wirklich verifiziert oder eben halt so bestätigt. Und das Ding ist, ja, und dann war ich dabei und so habe ich eben halt nach etlichen Jahren, nach 2 Jahren, 70 Euro bekommen. Obwohl ich mehr Taschengeld im Monat bekomme als 70 Euro in 2 Jahren. Also, das müssten ja dann 35 durch 12, das sind, keine Ahnung, irgendwas sicherlich mit 2 oder 3 Euro im Monat. Und dann hat man da 70. Oder nicht mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, was ist das für eine schöne Map? Ich habe auch noch nicht Tower gespielt. Das finde ich ja ganz schön heikel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, teilt mit euren Freunden und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für 600, über 600 Abonnenten. Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, aber das war leider die Zeit, da wo ich nicht viel Zeit hatte. So wie jetzt. Ich habe keine Zeit, wirklich nicht. Und mir macht das wirklich sehr Spaß und es freut mich auch, wenn ihr einen Kommentar unten hinten lässt. Unten oder vorne oder hinten oder was? Hinten? Vorne? Nein, tut mir leid. Ja. Lasst einfach mal einen Kommentar unten in die Kommentarbox oder meine Güte, lasst einfach einen Kommentar unter dem Video und dann abonnieren. Habt ihr verstanden? Hau rein!